Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder den ein paar Toten den Weg gewiesen und haben verlorene Vorräte geholt und heute wollen wir die Sachen für das Tau-Totam-Bündnis abgeben. Es hat so ewig lang gedauert, das zusammenzusammeln, beziehungsweise hätte es, weil diese Zenobe-Jean, die liegen so gut wie gar nicht irgendwie rum. Also ich bin nach einer halben Stunde Suchen einfach zu dem Wrack da an der Klippe gegangen, also zu dem Klippenwrack ganz oben auf der Map. Und da habe ich das wesentlich schneller zusammenbekommen als sonst irgendwo. Also ich habe auf dem ganzen Weg hier, ich habe wirklich mehr als die Hälfte von dem Wald abgesucht. Vielleicht so 7 Auberginen bekommen. Den Rest habe ich wirklich einfach nur bei dem Wrack geholt. Ja, und jetzt müssen wir zu den Tutinen gehen und denen das Zeug abgeben. Sind ja recht nah. Da oben war ich bisher noch nicht mal. Another thing to see it for yourself, eh? Hallöchen. Hätte nicht gedacht, dass die sprechen können. Tatsächlich, keiner von denen ist angreifbar. Oh, hier ist ein Boss. Umnachteter Truthahn, neben mir kämpfen wir gleich. Dann habe ich hier auch einen Reisepunkt. Hallo Truthönig. Eine coole Krone hast du. Ich glaube, das kann dauern. Lenz raste bestimmt aus. Tut mir einfach so, als wäre es die richtige Zahl. Fünf. Was haben, was hat denn nochmal Kolonie Tau davon? Ich kann mit den Truthahn nicht sogar reden. Hehehehe.
Der Truthönig ist sogar hier drin. Die Truthessen und Schatzi lieben sich, aber ich glaube, der Truthönig mag den nicht. Good to add more names. Wonder what's inside. Das gönne ich mir mal, ne? We should take good care of that. Oh, mit denen kann ich auch reden. Gern geschehen. Also sie haben ja hauptsächlich davon, dass die sich nicht gegenseitig bekriegen. Das ist für Kolonie Tau wahrscheinlich sehr gut, weil eine Sorge weniger. Ich finde es genial, ich kann den immer noch bekämpfen. Ich werde das jetzt auch machen. Wir sind 10 Level über ihn. Und ich habe dann Reisepunkt hier hin. Ist genial, im Truthahn-Königreich verprügle ich gerade einen Truthahn. Und es juckt keinen. Pam. Au! So, Zeit fürs Erwachen. Und Angriffskette. So, wir sind am Ende der Angriffskombo angekommen. Also in der Angriffskette. Zeit für die extreme Implosion. Schaden habe ich sehr, sehr gut hochgetrieben. Es geht mit Juniper echt gut. Vor allem, wenn die oft aktiviert wird, weil die macht das immer um 50% höher. Noch ich gehe bewusstlos. So. RIP. Den hätten wir besiegt. Damit haben wir hier einen Reisepunkt. So, dann nochmal zu Kolonie Tau, ne? Ist doch eigentlich gut. Wir wissen, wovon sie genug hat. Oh, Norina hat die Schnauze voll.
Sowas von Lance. Ja, ihr habt es wahrscheinlich weggefressen. Ohne Rede, alles ist gut, ruhig. Eventuell habe ich das Zeug. Ich habe ja schon gesagt, dass ich an der Maschine da oben war und übelst viel zusammengeklaubt habe. Ja, ich glaube, ich habe das Zeug tatsächlich direkt. Okay, so we're handing over. Tatsächlich habe ich nicht so viel. Aber reicht.
Ach komm. Bitte lass mich das Fleisch haben. I'm not particularly good with machines. I wonder if I could operate this. Wird schon schief gehen. Okay, so we're handing over. Ich schmeiß einfach mal Wolffleisch rein. Davon habe ich viel. Honorine kann sich jetzt endlich abregen. Eine Frage, die nie beantwortet wird. Ich sehe, einige Relationen haben sich verändert. Ich glaube, Honorine denkt anders. Die Bäuche von Nopod sind wie ein Fass ohne Boden. Wo wäre Kolonie 30? Ansonsten ist sie jetzt keine, der was will, ne? Ach ja, Kolonie 30 war von Baldi. Ich vergaß. Sonst ist sie jetzt keine weitere Kolonie in der Nähe. Wir müssen auf jeden Fall zur Kolonie 4 noch einmal zurück, wegen der einen Vermissten. So, da sind wir in Kolonie 4. Die Karte sagt schon wieder ziemlich viele Fragezeichen, wovon wir die Hälfte nicht machen können. Wir müssen jetzt Imogen finden. Was könnte passiert sein? Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich was zusammengesammelt für die Maschine da hinten, ne? Also es, selbst wenn ich jetzt was dabei habe, es wird nicht reichen.
Hatte ich die Mission nicht schon angenommen? Ich überspringe mal. Irgendwie hat er die Sequenz gerade nochmal abgespielt. Der hat das, glaube ich, vom letzten Mal nicht richtig abgespeichert, wie ich diese Quest gemacht habe. Okay, so we're handing over. Da mir fehlen halt immer noch mindestens 60%. Okay. Da haben wir schon mal eine nützliche Info. Die wird höchstwahrscheinlich bei diesem Schlachtfeld sein. Alejandra, meine gute Freundin. Ja, aber wurde weggeschickt. Hoffentlich ja. Wahrscheinlich nein. Wen genau hat sie denn gesucht? Zwei Leute zum Bequatschen haben wir noch. Es wird immer merkwürdiger. Ich gehe davon aus, dass die auf diesem Schlachtfeld ist. Ach, alles gut. Wir haben gute Informationen zusammenbekommen.
Das wäre möglich. Ja, ich gehe davon aus, dass sie dort wartet. Da ist sie. Wir haben Imogen gefunden. Ich habe mit einer Sequenz gerechnet. Ja. Ja, bitte. Da müsste ich gleich sowieso hin. Kein Problem, Mädel. I see some relations have changed. Ja gut, dann zurück nach Kolonie Tau, ne? So, ich stehe hier in Kolonie Tau und das ist tatsächlich eine Informationsquelle. Schon wieder eine vermisste Person? Wollte gerade sagen, das ist 100% auch wieder eine Quest. Die machen wir auch noch.
Naja, dadurch hat die Kanonier aber gut was zu essen. Dann sag mal, wo ist der? Let's go. Dem Typen muss man auch mal kurz ins Gewissen reden. We only use beacon stones for emergencies. I hope nothing bad's happened. I'm sure it'll be fine. Let's go check. Muss ich wieder verfolgen? Ach nö. Wenn was unterwegs passiert, seht ihr es. Ansonsten seht ihr unten mich jetzt im Kampf. It's not an easy descent. Watch your step. You have to steal your breath and approach from the back. Then you strike, and the rest is easy. Whoa, June, I came out of left field. You kind of creeped me out there. This is something decent, right?
Mann, war das ein langer Weg bis hierher. Also bin ich den Weg für umsonst gelaufen. Ernsthaft. Abgehauen. Junge, bleib im Bett. Mach die Krankenschwester nicht wütend. Bestimmt kriege ich nochmal eine Quest, wo ich das dann wirklich erschlagen muss. Ich finde es lustig, wie einfach zwischen Rain und Glory einfach nur steht, lass den Unsinn! Na gut. Ist hier jetzt noch eine weitere Quest? Irgendwas? Da ist Rain nochmal. Ne, hier ist keine weitere Quest mehr. Dann haben wir hier jetzt auch vorerst erstmal alles erledigt und können dann beim nächsten Mal wieder auf die Hauptmission gehen. Dass wir dann nach Cadencia gehen und versuchen, das große Schwert zu erreichen. Das haben wir jetzt lang genug aufgeschoben. Ich wollte ja erstmal Nebenstory machen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Weil wir haben es ja an der guten alten Effe gesehen, dass die auch mal sterben können und ich dann eventuell das ein oder andere nicht mehr machen kann. Deswegen muss ich das so früh wie möglich erledigen. Ist ja jetzt auch nicht so weiter schlimm. Wie gesagt, wir haben ja alles Nötige erledigt. Ich kann auch eben kurz mit den EP hier bei der Synchronisation gucken. Muss ich das nächstes Mal nicht machen. 187. Kann ich was Sinnvolles kaufen? Fläche unblockbar. Den Angriff gönne ich mir mal. Hier hänge ich gerade im Bild. Ich packe mich einfach mal kurz bei der Synchronisationsbaum generell mal aus dem Bild. Damit ihr auch seht, was ich mir hier hole. Leuchtende Corona habe ich mir jetzt mal gegönnt. Hitzeausgleich ist generell gut. Oh, das sollte ich holen. Das hier ganz links, den Freiheitsflügel. Dann kann das Kampfunfähige beleben. Wäre ganz praktisch.
Ja, der Hitzeausgleich ist ganz wichtig. Ja, die Technik müssen wir uns so oder so mal jetzt gönnen. Vulkankanone. So, jetzt haben wir nur noch für sie. Der, das kostet ja gar nichts. Können uns aber ansonsten auch nichts wirklich gönnen. Ach, das wurde ja noch gar nicht freigeschaltet. Stimmt, ich habe nie auf die rüber gedrückt. So, dann habe ich das wenigstens auch eben kurz noch erledigt. Ich muss schon sagen, diese Verfolgungsfesten sind so ziemlich das Langweiligste, was in dem Spiel existiert, ne? Weil ich bin da wirklich immer nur so 5 Minuten dieser Spur am Folgen, wo dann echt gar nichts auf dem Weg passiert. Aber hey, Leute, beim nächsten Mal können wir dann mit der Hauptstory, wie gesagt, weitermachen. Wir starten dann so ungefähr bei Kolonie 11 war es ja, also der Kolonie von Asherah. Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder neue Helden kennenlernen, wenn wir nach Cadencia gereist sind. In das neue Gebiet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es mit der Hauptstory dann endlich weiter. Ich bevorzuge die Nebenstory halt vor der Hauptstory, weil Nebenstory, die kann auch verschwinden, wenn man mit der Hauptstory weitermacht. Und ich finde, die Nebenstory ist eigentlich auch sehr, sehr interessant. Bei allen Charakteren. Naja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!